ich muss mich hier im Wahlkampf noch mal kurz zu Wort melden, um mir die Leistung der SPD, die so oft mit Füßen getreten und verschwiegen werden, ein weiteres Mal an die Oberfläche zu zerren. Guckt euch dieses Haus da an, ja? Dieses Haus war Jahre, was erzähle ich, Jahrzehnte, ein Ausgangspunkt von Kunst und Drogenkriminalität. Klaus, unser aller Wovereit, hat es mit seinen harten Modernisierern, mit seinen harten Jungs von der SPD geschafft. Und jetzt wird dieser Schandfleck in der Karte Berlins endlich picobello gemacht. Und danach gibt es ein richtig, richtig schickes Hotel, wo unsere Funktionäre, wenn wir uns mal wieder hier in der Reichshauptstadt zur Juso-Party treffen, wo unsere Funktionäre auf Parteikosten schlafen können. In diesem Sinne ein großes Hoch auf die behutsame und soziale Stadtmodernisierung der Berliner Sozialdemokratie. Ein Hoch auf den Verkauf, die Räumung, die Privatisierung und den baldigen Abriss des Tacheles. Es leben mehr Hotels und mehr Bürokomplexe in Berlins schöner Innenstadt. Raus, weg mit den Armen, mit dem Gesindel an den Stadtrand. Auch dafür hat die Sozialdemokratie in den letzten Jahrzehnten sich ins Zeug geworfen. Wir haben architektonische Meisterwerke und Familienparadiese geschaffen, wie das Märkische Viertel oder wie die Neubaublocks in Spandau. Das sind die Orte, wo all dieses Gesindel, was sich bis vor Jahren noch in der Innenstadt herumgetrieben hat, jetzt endlich dorthin soll. Da können die ihren Gangster-Rap hören, mit 13 schwanger werden, RTL 2 gucken, was die Unterschicht sonst so macht. Die Innenstadt gehört der Elite. Die Innenstadt gehört denen, die sich waschen, rasieren, lesen, schreiben und für Deutschland einstehen können. In diesem Sinne, hoch die SPD, denn die SPD hat Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld. Was hat die SPD? Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld. Und was hat Berlins Mitte jetzt endlich? Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld. Jo. Und all das Style und all das Geld, das wir haben, das kommt nicht von ungefähr. Das mussten wir den Armen erst wegnehmen. Dazu mussten wir Agenda 2010, Hartz IV und andere historisch geile Sachen machen. Und weil Gerhard zum Motherfucking Schröder mit dieser Jahrhundertreform Deutschland fit gemacht hat, auch wenn ihr jetzt vielleicht hungert, auch wenn ihr in 5 Jobs habt, wo ihr Klos putzen müsst. Das Wichtigste ist doch, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind alle gemeinsam Deutsche. Und wenn es der deutschen Industrie gut geht, dann geht es zumindest ideell uns auch gut, weil wir uns wertschätzen und nach etwas fühlen können. Auch wenn wir hungern tun. In diesem Sinne, eine der zentralen Parolen der SPD seit 150 Jahren, die Partei der Arbeiter, der Arbeiterbewegung. In diesem Sinne, Arbeit für alle und zwar umsonst. 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 Das Arbeit für alle und zwar umsonst. Das versprechen wir, wenn wir diese Bundestagswahl mit unserem MacPair Steinbrück doch noch gewinnen sollten. Wir werden eine radikale, eine knallharte Agenda 2020 durchboxen, um Deutschland auch durch die zukünftigen Krisen zu bringen und in Europa und der Welt nach vorne zu bringen, um endlich den historischen Traum der deutschen Sozialdemokratie nach kompletter deutscher Unterwerfung des Erdballs umsetzen zu können. In diesem Sinne. Ja,
Niedriglöhne, das war der erste Schritt, Leiharbeit. Wir sind der Meinung, in der Krise kann den Kapitalismus nur noch feudale Produktionsverhältnisse aus der Krise holen. In diesem Sinne, für die Wiedereinführung der Sklaverei. Zuerst für Migranten, dann für Ossis, dann für Hartz-IV-Empfänger. Und am Ende, die SPD steht immerhin für Integration. Nehmen wir den Rest auch noch mit. In diesem Sinne, wir für Hartz-IV. Wir für Hartz-IV. Wir.